Ich begrüße euch und Sie alle ganz herzlich heute Morgen hier zu diesem Gottesdienst an diesem 11. Sonntag nach Trinitatis. Ich begrüße besonders heute die Konfirmandinnen und Konfirmanden aus meiner diesjährigen Konfirmationsgruppe. Die haben den Auftrag, diesen Gottesdienst zu beobachten. Viele andere Besucher beobachten ja von zu Hause aus an dem Bildschirm. Wenn ich heute die eine oder andere Ansage mehr mache als sonst, dann ist das auch deswegen, damit ihr dann vielleicht etwas besser mitbekommt, ja, was jetzt hier alles so passiert, denn darüber werden wir dann im Unterricht noch einmal sprechen. Als Wochenspruch ist uns für heute und die kommende Woche ein Vers aus dem 1. Petrusbrief mitgegeben, und zwar Kapitel 5, Vers 5, der lautet: Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lade ein, dass wir einen Psalm im Wechsel sprechen, und zwar dem Psalm 145, wie dort angegeben, im Gesangbuch unter der Nummer 761, Punkt 1 und 2 abgedruckt. Zu Hause wird der Text wie gewohnt für Sie eingeblendet, und ich bitte die Gemeinde jeweils, die eingerückten Verse zu lesen. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Der Herr ist groß und sehr zu loben, und seine Größe ist unausforschlich. Kindeskinder werden deine Werke preisen und deine gewaltigen Taten verkündigen. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Dein Reich ist ein ewiges Reich, und deine Herrschaft währet für und für. Der Herr ist getreu in all seinen Worten und gnädig in allen seinen Werken. Der Herr hält alle, die da fallen, und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Alle Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren, und hört ihr Schreien und hilft ihnen. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und wir hören nun die Schriftlesung, und die Schriftlesung für heute steht im Lukas-Evangelium, und zwar bei Lukas im 18. Kapitel in den Versen 9 bis 14. Lukas 18, Vers 9 bis 14. Einige Leute waren davon überzeugt, dass sie gerecht vor Gott lebten, und für die anderen hatten sie nur Verachtung übrig. Und ihnen erzählte Jesus dieses Gleichnis. Zwei Männer gingen zum Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich hin und betete leise: Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. Kein Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder Zolleinnehmer wie dieser da hinten. An zwei Tagen in der Woche faste ich, und ich gebe sogar den zehnten Teil von allem, was ich habe. Der Zolleinnehmer aber stand weit abseits.
Er traute sich nicht einmal, zum Himmel aufzublicken, und er schlug sich auf die Brust und sagte: Gott, vergib mir. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Folgendes sage ich euch, so sprach Jesus: Der Zolleinnehmer, der ging nach Hause und war wieder vor Gott gerecht. Im Unterschied zu dem Pharisäer. Denn wer sich selbst groß macht, der wird von Gott niedrig und klein gemacht. Wer sich aber selber niedrig macht und klein, der wird von Gott groß gemacht werden. So die Worte Jesu im Lukasevangelium. Dann lasst uns gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Und wir sprechen das Glaubensbekenntnis. Ihr findet das ja auch im Gesangbuch hinten auf der vorletzten Seite abgedruckt. Und dazu stehen wir auf. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Platz. Dann lasst uns miteinander Gott loben mit dem ersten Lied, die Nummer 673, Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Verschließ, Herr, unsere Augen für Dinge, die nichts taugen. Gib Augen voller Klarheit in alle deine Wahrheit. Liebe Gemeinde, der Predigttext, den ich gleich aus der Bibel vorlese, erzählt uns heute eine Geschichte über den König David. David war ein sehr berühmter König im Alten Testament, aber er hatte auch andere Seiten, nicht nur positive und gute, davon werden wir gleich hören. Und zu diesem König David kommt in unserer Geschichte der Prophet Nathan. Das war sozusagen der Beauftragte Gottes, der im Namen Gottes zu ihm dann auch spricht. Das Ganze beginnt als eine recht kleine, harmlose Geschichte, so hört sich das erstmal an. Aber zunehmend wird dann klarer, dass die Geschichte einen sehr heftigen und bösen, wahren Kern enthält. Es geht nachher um Ehebetrug, um böse Lügenpläne und gar ein Todeskommando. Die David-Geschichten sind sehr plastisch, da ist schwer was los. Als wir am Dienstag hier waren und die Kirche besichtigt haben und der Antensteiner für uns Filmmusik spielte, da habe ich ja gesagt, das ist wie bei der Predigt ein bisschen, das ist Filmreifer Stoff. Heutzutage, es gibt auch Filme über David, heute könnte man aber, so ein Streaming-Anbieter, sicherlich eine tolle Serienstaffel daraus machen, denn da ist echt was los. Allerdings, die Geschichte, die wir heute hören, ist schon etwas, sagen wir mal, siebter oder achter Teil dieser Serienstaffel. Deswegen, wenn wir gleich die Geschichte hören, ist das erstmal ein bisschen verwirrend, weil verschiedene Geschichten ineinander erzählt werden. Und deswegen, hört einmal genau hin. Lassen wir mal erst die Geschichte auf uns wirken und dann gucken wir, was sind da alles für Geschichten ineinander verwoben. Sie steht im 2. Samuel-Buch und zwar dort im 12. Kapitel in den Versen 1 bis 10 und 13 bis 15a. Da wird uns Folgendes erzählt. Der Herr schickte Nathan zu David. Als Nathan zu ihm kam, erzählte er dem David eine Geschichte. Zwei Männer lebten in einer Stadt. Der eine war reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder. Der Arme aber hatte nichts als ein kleines Lamm. Das hatte er sich gekauft und aufgezogen. Es wuchs bei ihm heran, zusammen mit seinen Kindern. Es aß von seinem bisschen Brot und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß. Es war für ihn wie eine Tochter. Eines Tages kam ein Reisender zu dem reichen Mann. Und es war üblich, ein Essen für den Gast zuzubereiten, der zu ihm gekommen war. Doch der reiche Mann wollte seinen Besitz schonen und keines von seinen Schafen und Rindern nehmen. Deshalb nahm er das Lamm des armen Mannes, das bereitete er zu und setzte es dem Gast vor, der zu ihm gekommen war. Als David das hörte, wurde er sehr zornig über den Mann aus der Geschichte und sagte zu Nathan: So gewiss der Herr lebt, ein Kind des Todes ist der Mann, der das getan hat, weil er dachte, das wäre wirklich so passiert. Und das Lamm, das muss er vierfach ersetzen. Und zur Strafe dafür, dass er das getan hat und das Lamm des Armen nicht verschonte. Doch Nathan entgegnete dem David: Du bist der Mann. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und dich aus der Hand von Saul gerettet. Und den Besitz deines Herrn habe ich dir gegeben, auch die Frauen deines Herrn, die dir in den Schoß gelegt sind. Ich habe dir das ganze Haus Israel und Juda gegeben. Und wenn das immer noch zu wenig gewesen ist,
dann will ich dir noch dies und das dazugeben. Warum hast du das Wort des Herrn verachtet? Warum hast du getan, was er verurteilt? Den Hethiter Uriah hast du mit dem Schwert getötet und dann seine Frau geheiratet. Ja, du hast ihn durch das Schwert der Ammoniter aus dem Weg geräumt. Und deshalb soll jetzt das Schwert für alle Zeit gegen dein Haus gerichtet sein, zur Strafe dafür, dass du mich verachtet hast. Du hast dir die Frau des Hethiters Uriah genommen und zu deiner Frau gemacht. Als David das hörte, bekannte er vor Nathan: Ich habe Unrecht getan gegenüber dem Herrn. Und Nathan antwortet dem David: Weil du bekennst, sieht der Herr über deine Schuld hinweg, sodass du nicht sterben musst. Doch der Sohn, der dir geboren ist, muss sterben. Denn du hast den Herrn dadurch verhöhnt, dass du ein solches Unrecht begangen hast. Und Nathan ging wieder nach Hause. Wenn man die Geschichte so hört, ist das erstmal ein bisschen verwirrend, weil, wie gesagt, das ist schon 6. oder 7. Teil der Staffel der David-Geschichten, da ist schon einiges vorher passiert. Zunächst erstmal, wann spielt das Ganze? Der erste Erzählstrang ist die Geschichte, wahre Geschichte, vor 3000 Jahren. Da war David tatsächlich der König über Israel und es gab noch einen zweiten Landesteil, der hieß Juda. Er war, man könnte sagen, der berühmteste und größte König Israels in seiner Zeit, vor 3000 Jahren, 1000 vor Christus. Denn unter ihm war Israel gewachsen, es hatte seine größte Ausdehnung erreicht und für viele galt deshalb David als der Retter des Gottesvolkes, der Retter des Volkes Israel. Unter ihm ging es vielen gut im Land und dem König natürlich erst recht. Er hatte einen riesigen Palast, er hatte jede Menge Frauen, er hatte alles, was man zum Leben brauchte und war reich. Und dann gab es den Nathan, den Beauftragten Gottes, den Sprecher, einen Prophet, der den Auftrag hatte, Gottes Worte und Weisungen selbst dem König zu geben. Heute würde man vielleicht jemanden fragen, der auch religiöser Vertreter ist. Wir Pfarrer wären wahrscheinlich für einen König noch zu klein. Dann würde man vielleicht zur Kirchenleitung gehen, zum Präses oder in der katholischen Kirche den Papst fragen. Und er kommt dann zum König, dieser Nathan, und er hat den Auftrag, ihm im Auftrage Gottes ins Gewissen zu reden. Nathan weiß aber, wenn er das so direkt macht, dann wird David gar nicht zuhören. Das hat der König nicht nötig, der wird seine Ohren zumachen, wenn er ihn gleich beschuldigt und angreift, dann kommt das nicht an. Und deswegen erzählt er dann eine kleine Beispielgeschichte. So wie Jesus öfter Gleichnisse erzählt hat, damit die anderen erstmal verstehen, worum es geht. Aber da ist ja erstmal scheinbar von jemand anders die Rede. Und David merkt das auch erst gar nicht. Er hört von einem reichen und armen Mann, wir haben das auch gerade gehört, der Reiche hat viele Schafe und Rinder und der andere nur ein einziges kleines Lamm. Und das nimmt er hinweg, als ein Gast zu ihm kommt und verspeist das mit diesem Gast, wo der arme Mann doch gar nichts anders hat. Eine schlimme Geschichte, das versteht jeder. Das finden wir auch schlimm, wenn so etwas heute passieren wird, wenn ein Reicher dem Armen noch das Geringste, was er gerade hat, wegnimmt. Das hat sogar David, der König, verstanden. Aber er meint, das wäre wirklich in seinem Land passiert. Und da er ja König ist, muss er auch Recht sprechen und sagt direkt, dieser Mann hat den Tod verdient und alles, was er diesem Mann weggenommen hat, das soll vierfach zurückgegeben werden. Das ist seine Schuld. Und erst dann kommt Nathan mit der Sprache raus und sagt, eigentlich bist mit der Geschichte du gemeint. Du bist der Mann. Du hast so etwas getan. Und dann kommt die Geschichte in der Geschichte, die eigentlich schon vorher passiert ist. Ein Kapitel vor unserem Predigttext, da wäre dann der Staffelteil aus der Serie, warum denn Nathan jetzt dem David etwas vorhält im Auftrag Gottes. Und das ist schon ziemlich heftig. Er sagt hier, warum hast du das Wort des Herrn verachtet? Warum hast du getan, was Gott verurteilt?
Den Hethiter Uriah hast du mit dem Schwert getötet und dann seine Frau geheiratet. So soll jetzt das Schwert für alle Zeit gegen dein Haus gerichtet sein, zur Strafe dafür, dass du mich verachtet hast. Das ist in einem Satz erzählt, vorher, wie gesagt, eine ganze Geschichte. Was ist passiert? David, wie gesagt, reicher König, so wird in dem Kapitel vorher erzählt, steht auf seinem Balkon des Palastes und schaut hinunter und sieht dort eine besonders hübsche Frau. Und er begehrt sie sofort. Und er fragt seine Leute, wer ist denn diese Frau? Und die antworten ihm, das ist Bathseba, die Frau des Hethiters Uriah, eines deiner Heereskommandeure, der jetzt gerade an der Front ist. Und David lässt Bathseba zu sich kommen und schläft mit ihr. Ihm ist das egal, dass sie mit dem Hethiter Uriah verheiratet ist. Und einige Zeit später kommt dann nach einigen Tagen oder Wochen Bathseba zu ihm und sagt, ich bin schwanger. Und als wenn das noch nicht reicht, geht David weiter. Er versucht, das Ganze zu vertuschen. Seine erste Idee ist, er ruft Uriah, den Kommandeur, von der Front zurück nach Hause und erteilt ihm Fronturlaub. Denn er denkt, wenn er jetzt nach Hause kommt, geht er zu seiner Frau und dann werden die ja vielleicht auch miteinander schlafen, dann fällt das nicht auf, von wem das Kind ist. Er will das Ganze unter den Tisch kehren. Aber Uriah ist ein besonders ehrenhafter Kommandeur und er geht nicht nach Hause, sondern legt sich vor dem Palast des Davids auf den Boden. Und als der fragt, warum gehst du denn nicht nach Hause zu deiner Frau, sagt er, das kann ich nicht. Meine Soldaten, die stehen an der Front, die riskieren alles und ich soll mir jetzt hier einen schönen Abend machen, das kann ich nicht. Also hat der Plan von David nicht funktioniert. Und dann denkt er sich was Neues an und er gibt seinem höchsten General den Auftrag, ich schicke dir jetzt Uriah zurück an die Front. Ich möchte, dass du ihn in die erste Frontlinie stellst, wenn ihr die Ammoniter angreift. Und wenn dann vorne er mit seinen Soldaten ist, dann zieht er euch ein Stück zurück. Und natürlich passiert das, was David einkalkuliert hat. Uriah fällt im Gefecht, er stirbt. Und anschließend heiratet David dann die Bathseba, die Frau von Uriah. Wenn man diese Geschichte hört, dann denkt man, das könnte auch in Game of Thrones oder in mancher anderen Serienstaffel verfilmt werden. So richtig heftig, böse und gemein durchdacht. Und vielleicht fragen wir uns dann, warum ist solch ein Text Predigttext? Was hat das mit uns zu tun? Was können wir da noch Vernünftiges daraus lernen? Hier wird ja weiter erzählt, dass David das dann kapiert, dass er bekennt und sagt, ich habe Unrecht getan, jetzt habe ich es verstanden. Und dann wird auch gesagt, dass Nathan ihm im Auftrag Gottes vergibt und sagt, du musst nicht sterben, aber Folgen hat das Ganze schon. Dein Sohn, also der Sohn von Bathseba und dir, der kann kein gutes Leben haben, der wird dann auch tatsächlich schwer krank und stirbt. Ja, was soll diese Geschichte? Wie wollen wir sie verstehen? Wir könnten natürlich sagen, das war doch mal ein interessanter Entertainment, so wie im Fernsehen haben wir jetzt mal eine spannende Geschichte gehört. Aber ich glaube, es geht um mehr, um eine spannende Geschichte, die uns erzählt, dass auch die Mächtigen und Reichen Fehler machen und dass auch sie manchmal lernen müssen, dass man nicht alles machen kann, dass böses Handeln auch böse Folgen hat. Wir könnten natürlich auch sagen, warum steht denn über eine solche Geschichte überhaupt in der Bibel? Die Bibel ist doch Gottes Wort, die soll uns doch sagen, was gut und schön ist, was richtig ist. Warum kommen da so schlimme Sachen vor? Und mancher wird auch sagen, das ist doch nicht gerecht. Es gibt sogar Leute, die dann sagen, dass Gott das zulässt, ist gar nicht gerecht. Das hätte doch gar nicht passieren dürfen. Und dann bestraft das nachher doch. Und dann trifft die Strafe vielleicht auch noch Unschuldige, die gar nichts dafür können. Vielleicht können wir aber auch diese Geschichte als das verstehen, was Nathan damals dem David mitgeben wollte, nämlich als eine Beispielgeschichte, in der etwas erzählt wird, was auch mit uns zu tun hat.
Was steckt in dieser Geschichte, woraus wir etwas lernen könnten und was bei uns auch passieren kann? Darum geht es in der Regel, wenn wir einen Predigttext haben, dass er uns etwas mitteilen will, was auch in unserem Leben vorkommen kann. Das Erste, was wir in dieser Geschichte hören, Gott lässt uns die Freiheit, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Wir entscheiden selber, was wir tun. Gott lenkt nicht einfach unser Leben so wie Marionetten und wir haben gar nichts mehr zu sagen. Aber darin besteht dann eben einerseits Freiheit, aber auch Verantwortung. Das, was wir tun, das hat Folgen. Wir sind dafür verantwortlich, sowohl für das Gute wie auch für das Böse. Und was auch berichtet wird hier, aus der Sicht Gottes, wird böses und schuldhaftes Verhalten auch Folgen haben, die dann auch manchmal sehr böse sind und wehtun. Und wir haben nicht in der Hand, was das für Folgen sind. David meinte ja, er könnte das Ganze noch irgendwie regeln. Nur seinen ersten Fehlschlag dann so ein bisschen vertuschen und dann noch einmal. Und er geht immer einen Schritt weiter und es wird böser und böser. Böses, das wird oft in der Bibel erzählt und das ist auch so im Leben, zieht oft Böses nach sich. Oder da gibt es sogar ein Wort für in der Bibel, gerade im Alten Testament, Sünden, Fehler haben Strafe und Schlimmes zur Folge. Das hebräische Wort davon für ist Avon. Avon, das heißt gleichzeitig Schuld, aber auch Strafe, das gleiche Wort. Also wenn ich etwas tue, dann passiert auch was. Was interessant ist an der Geschichte, spannend und eine Herausforderung ist, gleichzeitig und andererseits wird hier ein wirklich böser Mensch, ein Sünder, vielleicht würde heute mancher über diesen David in der Geschichte sagen, es ist ein asozialer Mistkerl, auch der bekommt noch eine zweite Chance, zu bereuen und seine Schuld zu bekennen. Das tut er ja auch. Das heißt aber nicht, dass das Böse ohne Folgen bleibt. Folgen, die vielleicht auch gar nicht in Sicht waren. Aber, auch das erzählt die Geschichte, es ist noch nicht alles am Ende für diesen König David und vor allem nicht für sein Volk Israel. Gott lässt ihn nicht sterben, er radiert ihn nicht aus der Geschichte, weil Gott einen Heilsplan hat. Und da spielt dieser David eine ganz wichtige Rolle. Und auch seine Kinder und Nachfolge spielen eine wichtige Rolle. Und was wir dabei auch lernen können, Gott nimmt auch solche Leute in seinen Auftrag, die Fehler machen. Manchmal sogar richtig schlimme Fehler. Das ist etwas, was ich für mich ganz wichtig finde und für uns heute, dass Gott uns auch annimmt mit unseren Macken und Fehlern. Dass er uns auch verzeiht, wenn wir mal etwas Böses tun. Ich habe noch kaum einen Menschen kennengelernt, der nie auch mal was Falsches macht, was er anschließend bereut. Das ist so. Aber was hier diese Geschichte uns auch erzählt, trotzdem hat uns Gott lieb und gibt uns noch mal eine Chance. Wir müssen nicht meinen, nur weil wir mal Fehler machen oder mal was Schlimmes getan haben, wir können Gott nicht mehr ins Auge schauen oder vor ihn treten. Ganz im Gegenteil, Nathan geht ja zu David, damit dieser merkt, ich habe was falsch gemacht, dass er etwas ändert. Gott kommt auf uns zu und lädt uns ein, auch das, was falsch gelaufen ist, vor ihm auszusprechen. Wir können das ganz still machen in unserem eigenen Gebet. Wir können es gemeinsam im Gottesdienst machen, wenn wir um die Vergebung der Sünden bitten und rufen, Herr, erbarme dich. Wir können auf jeden Fall lernen aus dem, was wir falsch gemacht haben und es nicht einfach unter den Tisch kehren. Und ich glaube, letztlich geht es vor allem um diesen Punkt in dieser Geschichte für uns heute, wenn wir diese Predigt hören, dass wir das verstehen. Das sagt mir auch so ein bisschen der Wochenspruch, den wir am Anfang gehört haben von diesem Gottesdienst. Da heißt es nämlich, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Also wenn wir uns groß machen und meinen, ich bin doch immer richtig, der Tollste und nur gerecht, dann ist das hochmütig. David hat sich vielleicht manchmal so gefühlt. Aber als er demütig wird und merkt, ich habe Fehler gemacht, schlimme Fehler gemacht und das vor Gott und Nathan eingesteht, da zeigt er Demut und Gott gibt ihm Gnade.
Diese Haltung möchte ich aus dieser Geschichte mitnehmen. Und ich lade euch und Sie ein, auch zu überlegen, ob uns das vielleicht helfen kann, wenn wir das verstehen, dass wir uns nicht so auf ein hohes Podest stellen, ich habe aber immer recht und ich mache immer alles richtig oder meinen, wir müssten immer alles richtig machen, sondern dass wir wissen, ja, ich bin nur ein Mensch und ich habe Fehler wie andere auch. Und trotzdem hat mich Gott lieb. Ich kann wieder zu ihm kommen und versuchen, es ein Stück besser zu machen. Ich hoffe sehr, dass wir es nicht so tun wie David. Wenn Nathan ihn sagt, du hast auf das Wort des Herrn nicht gehört, dann meint er, dass er wirklich massiv gegen das verstoßen hat, was Gott aufgetragen hat uns Menschen. Zum Beispiel hat er gleich gegen 3 der wichtigen 10 Gebote verstoßen. Gegen das Gebot, du sollst nicht begehren, was der Nächste hat, seinen Besitz, sein Haus, seine Frau. Du sollst nicht Ehe brechen, das hat er ja dann getan mit Bathseba, und du sollst nicht töten. Alle 3 Gebote auf einmal, mindestens, wenn nicht noch andere, hat er gebrochen. Ich hoffe, das tun wir nicht. Aber es gibt vielleicht andere Dinge, wo wir schon den Eindruck haben und wissen, auch aus dem, was wir von Jesus gehört haben, ich mache nicht immer alles richtig. Damit wir aber das so ein bisschen im Auge behalten, was ist denn richtig, ist es gut, noch einmal hinzuhören auf solche Beispielgeschichten. Hier haben wir einiges gelernt, nicht auf Kosten der anderen leben. Nicht egoistisch sein und sagen, das muss ich auch noch haben, nur weil der andere das hat. Ich muss nicht ihm das wegnehmen, das kleine bisschen, was er vielleicht für sich besser kann als ich. Und das ist leider nicht immer so, dass wir Menschen uns so verhalten. Man könnte sogar sagen, sehr oft passiert das. Man kann das zum Beispiel an Banalitäten beobachten. In einer Warteschlange, wie viele versuchen sich vorzudrängen und meinen, ich bin doch wichtiger als die anderen, ich muss jetzt nach vorne. Eine Kleinigkeit, ist nicht Ehebruch, nicht töten, aber so fängt es vielleicht an, sich nach vorne drängen. Gefährlicher ist das schon im Verkehr. Wenn dann Leute meinen, sie müssen andere von hinten auf der Autobahn mit Hupen nach vorne schieben, mit Lichthupe oder wie auch immer, oder schnell an einem vorbeirasen, die Vorfahrt nehmen und dabei wirklich schwere Folgen, nicht nur für sich, sondern auch oft für andere in Kauf nehmen. Und sie ließen sich eine ganze Reihe Beispiele für das finden, wo das bei uns auch passiert, wo wir wie der David denken, ach, das ist schön, das will ich jetzt auch noch haben und ich will es als Erster haben und nicht mehr darüber nachdenken. Liebe Konfirmanden, Konfirmanden, vielleicht denkt ihr, und was hat das jetzt mit uns zu tun? Auch da mal 2, 3 Beispiele, die ihr vielleicht mitbekommt. Aus der Schulzeit kann ich mich gut erinnern, ich habe das auch bei den Konfirmanden schon mal erlebt in anderen Jahrgängen, dass es sehr große Unterschied gibt, was wir können und vermögen. Zum Beispiel beim Lesen. Es gibt einige, die können super lesen. Von euch sehr viele, finde ich sehr schön. Aber es gibt auch einige, die tun sich sehr schwer mit dem Lesen. Ja, und was passiert dann oft? Die werden ausgelacht von den anderen. Ich habe es bei euch bisher noch nicht erlebt, finde ich sehr schön. Ich hoffe, das bleibt so. Aber ich weiß, wie das ist, wenn man für etwas ausgelacht wird, was man nicht so gut kann wie andere. Und das ist dann so ein bisschen schon so, dem anderen seine Lebensqualität nehmen, ihn vorführen und sagen, guck mal, ich bin viel besser als du. Ich bin wie ein König, wie König Davids, du bist nur so ein kleiner Mann irgendwo in meinem Reich, du hast nichts zu sagen. Wo ich das persönlich ab und zu erlebt habe, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, im Sportunterricht. Ich war sehr klein, zumindest so bis ins 8., 9. Schuljahr. Die anderen waren alle einen Kopf größer. Ich war auch nicht im Fußballverein. Und wenn dann die Mannschaft gewählt wurde, dann war ich so einer der Letzten, der in die Mannschaft kam. Vielleicht kennt ihr das ja auch, wenn ihr mal jemanden in die Mannschaft wählen müsst. Wie wäre das denn, wenn man diejenigen, die vielleicht nicht ganz so schnell und stark sind, nicht ausgrenzt, sondern mit einbezieht. Klar, dann geht man die Gefahr, dass man vielleicht nicht gewinnt mit seiner Mannschaft, aber vielleicht hat man ja trotzdem Spaß gehabt. Ich möchte euch diese Haltung wünschen, aber auch uns allen, dass wir verstehen, wir Menschen sind aus Gottes Sicht alle Kinder Gottes eine große Mannschaft, eine Gemeinschaft, wo einer auf den anderen Acht haben soll. Und wenn einer mal einen Fehler gemacht hat, dann können wir ihn darauf hinweisen, aber wenn er dann auch bereut und das bekennt, ihm vielleicht auch vergeben. So zumindest tut das Gott. Das möchte ich festhalten und vielleicht kann das ja ein wichtiger Teil dieser Geschichte sein, der uns Mut macht, dass Gott
auch denen, die Fehler machen, noch einmal eine Chance gibt, aber auch möchte, dass wir immer wieder auf sein Wort hören. Dann können wir gemeinsam hoffnungsvoll in die Zukunft gehen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Jetzt lade ich ein, dass wir das nächste Lied 600 singen, Meine engen Grenzen. Das spricht genau davon, dass wir auch unsere Schwächen und Grenzen haben. Im Fürbittengebet unsere Bitten für uns und für andere vor Gott bringen. Dank, Lob und Ehre sei dir, unserem Gott, denn du schenkst uns auch unverdient deine Gnade. Du rechnest uns unsere Versäumnisse und Fehler nicht nach. Mit liebenden Augen siehst du uns an. Um Jesu Willen schenkst uns immer wieder Vergebung. Herr, davon leben wir, dass wir uns von dir angenommen wissen. Das macht unseren Glauben froh und getrost, dass unsere Schuld am Kreuz von Jesus bereits bezahlt ist und dass du uns gnädig bist. Aber angenommen sein und Gnade erleben, das erleben wir auch von unseren Mitmenschen. Wie viele Steine haben sie uns schon aus dem Weg geräumt, gibt das auch weiter, dass so geschieht. Wie viel Mal ist uns nach einem Streit die Hand gereicht worden? Wie viele Verletzungen nicht nachgetragen? Gott, wir sind von Herzen dankbar für Geduld und Gnade von dir und diesen Mitmenschen. Schenke nun auch uns Geduld und Erbarmen mit anderen, ob sie uns nun helfen oder beschweren. Wie sollten wir sonst miteinander leben können?
Vor uns liegt wieder eine neue Woche. Wir wissen noch nicht, was sie uns bringen wird, aber das wissen wir, du meinst es gut mit uns. Darum bist du uns in deinem Sohn Jesus Christus in dieser Welt begegnet, bist hineingekommen, hast Frieden gebracht und Versöhnung gesucht, bis hin zur letzten Konsequenz. Lass uns das zum Vorbild nehmen und nun unseren Anteil in deinem Dienst tun. In Gemeinschaft und in Verantwortung füreinander und auch für unsere Mitmenschen. Wir wollen uns bemühen, mit unseren Taten in den kommenden Tagen dir zu danken und dich zu loben. Steh uns dabei bei und führe unseren Weg und unseren Geist. Wir wollen persönlich und ausdrücklich noch einmal bitten für das Brautpaar, das getauft wurde. Tobias und Janina Köscher, geborene Dunger, haben vor dir den Bund der Ehe geschlossen. Sei du bei ihnen mit deinem Geist und leite sie auf ihrem gemeinsamen Lebensweg. Und in einem kurzen Moment der Stille wollen wir Gott unsere eigenen persönlichen Bitten anvertrauen. Vielleicht den Gedanken auch noch einmal die Namen von Menschen nennen, die wir ihm besonders ans Herz legen wollen. Und alle diese Bitten fügen wir zusammen in dem Gebet, das uns Jesus Christus gelehrt hat und sprechen gemeinsam das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne und behüte uns alle. Der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Noch einmal die Orgel.
Folgendes ist der Gemeinde noch abzukündigen und mitzuteilen. Die Kollekte vom vergangenen Wochenende erbrachte für die Dialog- und Friedensarbeit in Israel und Palästina 155 Euro und der Klingelbeutel für den Krankenhausbesuchsdienst 160,72 €. Dafür ganz herzlichen Dank. Heute sammeln wir nachher am Ausgang die Kollekte, und zwar die eine Hälfte für die Flüchtlingsberatungsstelle der Diakonie Saar. Das ist die Ankereinrichtung Lebach zur Unterstützung geflüchteter Frauen und ihrer Kinder, also Flüchtlingsberatungsstelle. Und der Klingelbeutel, der andere Teil, ist bestimmt für den Krankenhausbesuchsdienst hier in Stolberg. Also Krankenhausbesuchsdienst in Stolberg. Dann darf ich noch herzlich einladen zu den kommenden Gottesdiensten. Am nächsten Sonntag, hier um 10 Uhr, werde ich wieder den Gottesdienst halten. Und in Brand in der Martin-Luther-Kirche hält um 10.15 Uhr Pfarrer Löper den Gottesdienst. Dort ist der Gottesdienst dann auch mit der Feier des Heiligen Abendmahls verbunden. Ja, dann wünsche ich euch und Ihnen allen noch einen schönen Sonntag. Alles Gute. Wir sehen uns dann ja am Dienstag wieder beim Unterricht. Bringt bitte die ausgefüllten Blätter mit, weil wir dann das auswerten wollen. Allen anderen auch einen gesegneten Sonntag und auf Wiedersehen.